Ja, da sind wir wieder. Ja, bei Dead Space. Und ich werde es nicht glauben, aber es ist schon wieder so lange her, dass ich schon komplett vergessen habe, was wir das letzte gemacht haben. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass wir durch die Tür müssen, die hinter dir ist. Ja. Na, dann wollen wir mal. Ja, ah ja, wir sind ja immer noch an Bord von dem Schiff, was angedockt hat. Und freiwillig. Und du kriegst Besuch. So. Ja, sorry für den kleinen Schnitt. Wir hatten, oder wir haben gerade gedacht, dass wir technische Probleme haben. Aber die waren irgendwie nicht vorhanden. Ich habe aber nichts verpasst. Wie hat er das denn jetzt gemacht? Ich habe den doch während er gesaugt hat, da runtergeschossen. Der kam gerade aus der Ecke. Ach so. Das sind die von denen, diese total schnellen. Ja, was ich eben gesagt habe, wir sind immer noch am Schiff von diesem, da das Schiff, was unfreiwillig angedockt hat. Weil die ja die Rettungskapsel aufgefangen haben vom Hammett, das war doch irgendwie. Weil er da ja eins von den Viechern reingepackt hat. Ja. Um sich selbst zu retten. Warum kommt die nicht da raus? Das ist zu weit weg. Toll. Und Aufzug fahren. Wie immer. Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Mein Name ist Terence Kyne, Dr. Kyne. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Wenn Sie das Shuttle wirklich reparieren können, dann gibt es eine bessere Verwendung dafür, als zu flüchten. Sie müssen verstehen, die Kräfte, die hier am Werke sind, sind gewaltiger, als Sie es sich vorstellen können. Wenn Sie jetzt weggehen, dann verurteilen Sie die ganze Menschheit zum Tode. Der Planet wird niemals innehalten, es sei denn, der Marker wird zurückgebracht. Verstehen Sie denn nicht? Die Kirche hat Unrecht. Das ist alles eine Falle. Ich habe es gesehen. Bitte, mir helfen. Ja, versuchen wir ja. Können nicht alles machen. Da schreit was. Ja. Ich glaube, über dir hing gerade einer. Da. Gut, oben zuckt einer. Ach, der wird von einem dieser Strahlen auch an die Decke gedrückt. Ich glaube, dem kann man nicht mehr helfen. Ne. Da kommt jede Hilfe zu spät. Oder etwas Größeres. Ja. Wow! Alter, wie ist der Auflauf da? Ich hoffe, dass du gleich in einen dieser Strahlen läufst. Ne? Komm. Lass los! So ist es richtig. Doof. Ja. Oh. Ja, da hat es dich zerlegt. Fängt gut an. Ja, scheiße. So. Okay. Versuch Nummer 2. Stimmt, wir haben ja unser Konzept komplett geändert beim letzten Mal. Da haben wir ja nur noch uns auf 2 Waffen beschränkt. Ja. Damit wir mehr Knoten haben. Eine Sache, wobei ich mich auf den dritten Teil gar nicht freue. Weil da hast du ja die Möglichkeit, die Waffe selbst zusammen zu basteln. Ja, das ist. Für mich stressig. Für mich ist es sehr unnötig. Man muss es nicht machen, man kann es auch. Das ist genau wie das Bombenbauen in Assassin's Creed Revelations. Hat kein Schwein benutzt. Also zumindest ich hab's nicht benutzt. Welche Bomben? Weiß nicht mehr, da konntest du Bomben bauen. Ach, die. Zum Werfen. Ja, das habe ich gemacht. Ich nur, weil man es einmal musste. Danach nie wieder. Genau wie das Tower Defense Spiel. Das ist grausam. Das war echt grausam. Energieknoten. Yay, eine Werkbank. Und Audio. Hier spricht Commander Cadigan. Wir haben Feinde an Bord. Das ist keine Übung. Feinde sind außerhalb des Ursprungs. Wiederholen
außerirdisch und extrem gefährlich. An alle Crewmitglieder, Waffen bereithalten und nach Ermessen schießen. Ja, wir sind ja eigentlich gut voll, ne? Du musst jetzt nicht auf Zwang etwas benutzen, damit du noch 8 Schuss mehr aufnehmen kannst. Ja. Ach, das ist der Schießstand. Ja? Benutzen wir den? Kannst du. Ist aber langweilig. Kriegen aber was. Ja, aber nichts Tolles. Du musst nur die Roten abschießen. Die Blauen sind zu groß. Immer noch eine unendliche Munition. Das wäre ja echt scheiße. Da ballerst du alles ins Schießen, dann hast du nichts mehr, um die Gegner zu haben. Ja, das ist schon doof. Ich weiß auch gar nicht mehr, was man da kriegt. Ich glaube, ein Medipack oder so. Du kannst mehr rund machen. Ja, ich weiß. Oh, du hast verkackt. Oh, muss das sein? Ja. Das ist so langweilig. Kriegen wir Energieknoten. Wow. Heute spult einfach vor. Für die nächsten 5 Minuten jetzt so. Und? Es ist langweilig und es kostet Zeit. Ja, dann mach ich eben die eine Runde. Ja, dann ist okay, aber jetzt nicht 5. Nur eine Runde spielen. Ja, ist auch besser so. Als ob das irgendjemand sehen will, wenn du da 5 Runden stehst und abballerst. Auf jeden Fall, damit ihr es wisst, falls ihr mal spielt, da kann man was kriegen. Ja, das hat man ja gerade gesehen. Ja, wenn man alle Runden spielt, kriegt man einen Energieknoten. Oder irgendeinen Halbleiter, glaube ich. Auf jeden Fall gut, Kohle. Nix. Nachladen. Luft. Hm. Ja, das brauchen wir ja eh nicht. Ja. Sollen wir Luft machen? Ja, mach Luft. Yo. Okidoki. Dann raus hier. Ich muss gleich mal bald von dem Schiff wieder runter. Und der. Ein Bein verloren. Ja. Scheiße, aber. Ja. Jetzt ist er tot. Ja, zu viel Blut verloren. Kollege. Sift ist hier. Jetzt sitzt er. Sifft es hier ganz schön rum. Tja. Ich glaube, das Schiff ist ja eh nicht mehr zu retten. Ach, die Kacke. Ja. Das demonstriert, was passiert, wenn wir in diese Strahlen laufen. Voll. Deswegen sollten wir das vielleicht lassen. Meine Güte. Das altbekannte Problem. Muss man, oder? Da war das Vieh. Halt, ne? Ist da was? Scheint, ja. Okay, vielleicht wurde es schon zersäbelt und wir haben es gar nicht mitbekommen. Ja, macht auf jeden Fall. Ja. Sind das hier eine Krankenstation? Ja, ich glaube. Für Augenlasern. Ja,
du mit dem Laser aber die Augen belasert bekommst und dann keine Augen mehr drin. Schön zu Punkt geballert. Wow! Das ist mies. Arme Beine und blutige Arsch fliegen durch die Luft. Hey, wir sind komplett überfüllt. No. Dillille. Ah, da hinten läuft eins rum. Kacke, wenn man nichts einsammeln kann. Ja, ja. Gerade für Looter ist es der Horror. Bitte? Für Looter ist es der Horror. Ja. Wird hier gleich wieder Katastrophe. Ja, irgendwas wird passieren. Das sieht man schon. Ich hoffe, du hast den Bauch nicht erwischt. Ja, ja. Babyviecher schießen wir auf einen. Wow. Ein Textlog ist jetzt gerade richtig. Boah, was ist denn groß? Du hast sogar eine Party gekloppt oder was? Ja, ich glaube schon. Na schön. Schlimm. Hatten wir eigentlich schon deine Lieblingsstelle? Nee, ne? Nein. Erinnere mich bitte nicht dran. Ja, vielleicht muss ich hier auch spielen. Ich hoffe. Weiß man nicht. Ja, falls wir da sind, werden wir leider sehr vermeiden. Ja. Das ist die Stelle, die uns vom ersten Mal Dead Space durchspielen am meisten in Erinnerung geblieben ist. Oh ja. Weil du fast einmal in der Kontrolle durchs Zimmer gesegelt hättest. Ja, und ich bin von der Couch gefallen. Ja. Also vor Schreck. Danke. Ja, das war echt fies. Ja, aber auch lustig. Ja, für dich. Ja, du hast auch gelacht. Ja, danach. Ja. Nachdem ich aufgehört habe zu krampfen. Lag's auf dem Boden. Ja, wir mussten 5 Minuten Pause machen, weil ich einfach voll verkrampft war. Ja. Ich habe mich so derbe erschrocken, echt. Fast das Herz stehen geblieben. Und wir werden euch das dann bei Zeiten. Genau. Wobei ich glaube, dass es jetzt nicht mehr so gruselig ist. Es war ja eigentlich auch nicht gruselig, es war ja eher nur unerwartet. Ja. Könnte man sagen. Bisschen viel Plasma-Energie, ne? Ein bisschen. Ich kaufe nicht zu viel. Guck noch so, dass du 30.000 Volkes und können wir uns direkt einen Knoten kaufen. Am besten. Ich wollte Medipack kaufen, mit los. So. Ja, mal. Muss gleich sowieso aufhören, sehe ich gerade. Ja. So. Ja. Ja, dann lass uns hier cutten, sonst haben wir gleich keine Zeit mehr. Ja. Aber noch ein bisschen Platz. Ja. Ja, dann war es das immer wieder ein paar. Wir versuchen uns in der Zwischenzeit selbst mal wieder daran zu erinnern, was wir hier eigentlich machen müssen. Ja. Und im nächsten geht's dann weiter. Genau, sagen wir dann mal bis gleich, ne? Jo, bis dann. Ciao.